Hallo ihr alle, die ihr das jetzt seht. Ich fahre gerade zu einem Gig und nutze jetzt mal die Gelegenheit, mich an alle Musikschaffenden da draußen zu wenden, die, so wie ein lieber Freund von mir, mit dem ich gerade eine längere emotionale Diskussion geführt habe, im Begriff stehen, einen fürchterlichen Fehler zu begehen, nämlich an einem Bandwettbewerb teilzunehmen. Wirklich. Es ist mir ein riesengroßes Anliegen, laut für uns eins aufzuschreien. Und im Konkreten möchte ich mich in allererster Linie zur Ausbeutung durch Bandcontest-Veranstalter äußern. Im ganz Konkreten das perfekte Paradebeispiel anführen, nämlich den SPH Band Contest. SPH, ja, vor dem ich echt alle Musikschaffenden auf das Schärfste warnen will. Ich weiß, wovon ich rede. Also meine Band und ich sind vor einigen Jahren auch auf deren Masche reingefallen, haben zum Glück noch rechtzeitig abspringen können, aber es ist eine Katastrophe. Der SPH Contest wirbt mit so catchy Floskeln wie von Musikern für Musiker und das klingt doch schon gleich einmal richtig leibert, oder? Man ist unter Gleichgesinnten, da fühlt man sich wohl und aufgehoben, die verstehen einen und so weiter. Der nächste Gedanke geht dann raus an ein potenzielles umfangreiches Netzwerk. SPH wirbt auch mit brauchbaren Sachpreisen und motiviert mit geilen Aufstiegsmöglichkeiten. Ja, bla bla bla. Die Realität, Freunde, schaut aber wie immer mal ganz anders aus. Es ist nämlich so, nach 50 Euro Teilnahmegebühren, da fangt's mal an, kommen ganz nette Testabos von Musikzeitschriften und sehr, sehr bald steht man unter massiven Werbebeschuss und Kaufangeboten. Bis heute kriege ich deren Shit. Und es mag schon sein, dass manche Partner von SPH namhaft sind und die Sachpreise größtenteils ganz okay. Letztlich sind das aber massiv rentable Werbeinvestitionen der Partner. Warum? SPH bekommt unzählige, wirklich unzählige Bandbewerbungen, von denen dann mehr als 1000 Bands auftreten, 350 Konzerte pro Saison bei Kartenpreisen von 7, 8, 10 und 12 Euro. Im Übrigen, die Karten müssen die Bands unter Druck und persönlicher Haftung selbst veräußern, damit sie sich einen vernünftigen Slot am Konzertabend quasi erkaufen können, sonst spielen sie Opener vor 3-4 Hanseln. Trotzdem stellt SPH keine Backline zur Verfügung. Nein, die müssen von den Bands selbst gestellt werden. Die Begründung dafür ist so unlogisch wie unverschämt. Man soll lernen, sich zu organisieren. Das Geld fließt in Sachpreise, ja, weil die nicht von den Firmen gesponsert werden und so weiter. Also die glauben echt, wir sind alle deppert. Und jetzt die Frage, die ihr euch alle stellen solltet, kann das sein? Kann es sein, dass so ein gigantischer Veranstalter wie SPH keine finanzkräftigen Partner hinter sich stehen hat, keine Förderungen, Subventionen oder sonst irgendwas bezieht? Wohl eher nicht. Und trotzdem wird die Geldbeschaffung wieder mal auf die Bands abgewälzt, die halt unter persönlichem Druck die Locations vollstopfen sollen. Apropos Locations, die kämpfen auch ums Überleben und SPH hat verdammt gute Deals mit denen am Start, eben weil die Bands für sie die Arbeit erledigen. Und ihr seht, ein weiteres Mal wird schöner Profit auf Kosten der Musikschaffenden gemacht, die außer Stress und vergraulten Fans nichts haben. Ja, bei ein bisschen Glück vielleicht ein paar Backerl-Gitarrenseiten oder neuen Gitarrengurt. Fasse zusammen. SPH Band Contest, 50 Euro Teilnahmegebühren, Kartenverkauf regelt die Spielreihenfolge am Konzertabend. Für den Verlust der Karten, nämlich gar nicht so wenig, 1050 Euro beim ersten Konzert, haften die Bands persönlich. Karten sind Universalkarten, das heißt Location, Beginnzeit etc. müssen die Bands selbst ergänzen. Die Bands ist die Backline ist von den Bands selbst zu stellen und Anreisekosten, Sprit etc. sind von den Bands selber zu tragen. Leibend, oder? Liebe Freunde, Kollegen, Gleichgesinnte, Musikschaffende, lasst die Finger von Bandcontests, ja, speziell von SPH. Informiert euch, lest Erfahrungsberichte, es gibt unzählige im Internet zu finden, bei denen Künstler auch von katastrophalen Teilnahmebedingungen am Konzertabend selbst berichten, Spielzeitkürzung, kein Catering, unfreundliche Kommunikation, fehlender Backstage-Bereich, bla bla bla. Belastet euch und eure Fans nicht mit Bandcontests. Ihr habt eure Arbeit bereits gemacht. Ihr müsst nicht bluten, damit ihr spielen dürft und ihr seid keine Cash-Cows für Ausbeuter, die Kunst- und Kulturschaffende mit Füßen treten. Und lasst
last but not least, Musik ist kein Wettbewerb. Zumindest nicht für uns, die wir das mit Leidenschaft und Liebe und Hingabe machen. Rautet euch zusammen, gründet Kollektive, veranstaltet es gemeinsam, schaut, dass ihr ein funktionierendes, kollegiales Netzwerk aufbaut. Da habt ihr viel mehr davon. In diesem Sinne, frohes Schaffen, haut's rein und alles Liebe.